Vielleicht liegt es an dem Anblick der Hügel von Tennessee im Sonnenuntergang. Vielleicht liegt es an der Seelenruhe, in der wir die Tage an uns vorbeiziehen lassen. Vielleicht liegt es an unserer Stadt, den Leuten hier. Oder unserem Vergnügen an den einfachen Dingen des Lebens. Vielleicht liegt es auch an allem zusammen. Auf alle Fälle stellen wir seit 1866 unseren Jack Daniels Whisky hier zwischen den Hügeln von Tennessee auf immer gleiche Weise her. Schon nach dem ersten Schluck wissen Sie, warum das auch immer so bleiben wird. Jack Daniels, Tennessee Whiskey. An meinem Horizont. Du bist der Farbenklecks in meinem grauen Grau. Du bist in meiner Winterzeit der Sonnenstrahl. Merci, dass es dich gibt. Du bist die Wasserflut für meinen Wüstensand. Du bist der Fels, der in meiner Brandung steht. Du bist in meinem Lieblingslied die Melodie. Merci, dass es dich gibt. Hallo. Guck mal den da. Hallo, könnte ich vielleicht mal. Hallo, ich hätte gern. Dürfte ich bitte mal? Entschuldigung. Fräulein. Hier ist ihr, Fräulein. Was hätten Sie denn gern? Erstmal ein Aperitif, hm? Fisherman's Friend? Ha! Wie schmecken denn die? Nie fragen. Kaufen. Fisherman's Friend. The Chocolate Chew. Das
Movie der Woche auf ProSieben. Sag mal, was wisst ihr beide über den Ballerina-Mordfall? Sie wollen doch nicht diese alte Geschichte wieder aufrollen. Doch, das will ich. Es geht Ihnen um Ballerina-Mord. Ich erstelle ein Profil von Ihnen. Ich erwarte Sie 1955 Cotton Street. Ein Serienmörder bittet zum Rendezvous. Der Ballerina-Killer. Montag 20.15 Uhr auf ProSieben. Der Megafilm. Großes Kino auf ProSieben. Zu viel Whisky und dann dieser Polizeistress. Lang macht sein Herz das nicht mehr mit. Ist er tot? Das kommt drauf an. Er wird's überleben, denn er hat einen klasse Schutzengel, auch wenn er ihn nicht so recht zu schätzen weiß. Du bist schuld, dass ich meinen Job verloren habe und auf dem besten Weg in die Hirnanstalt bin. Niemand ist perfekt. Bob Hoskins und Denzel Washington in einem rasanten Action-Krimi. Der Chaotenkopf. Mittwoch, 20.15 Uhr auf ProSieben.